Hi-di-ho, Partner und Quatsch, Pikmin-Liebhaber und Pikmin-Liebhaberinnen. Wir sind tagsüber angekommen. Wir sind heute, glaube ich, beschäftigt. Womit? Ich glaube, auf der Suche nach. Ich weiß es gar nicht. Ach, wie wir gerade sehen, die Wurzeln, Quatsch, die Knospen sind zusammengekommen. Das heißt, ich und Brittany, Quatsch, die gelben, roten und Fels-Pikmin machen Liebe! Quatsch. Wir sind auf der Suche, auf dem Weg jetzt zu einem fetten Monster und hauen dann den Arsch kaputt. Oder anders gesagt, wir folgen dem Signal. Und es wird recht gruselig in der Höhle. Es wird dunkel und gruselig. Und Stichwort gruselig, da habe ich noch was anderes. Und zwar, habt ihr Erfahrung mit Horrorfilmen? Ich persönlich bin so ein Typ, ich vermeide Horrorfilme. Ich bin ja auch langsam so in der Phase drin, wo ich sage, okay, Horrorfilme machen mir weniger Angst. Was mache ich da? Ich bin nämlich so hart gesoffen jetzt. Ich hatte nämlich damals als Kind, war ich wirklich null. Ich hatte wirklich. Ich war, glaube ich, mal so verkrampft. Ich hatte eine Woche, hatte ich Panik, um auf Toilette zu gehen. Wirklich, denn es ist peinlich, es so zu geben. Ich sage jetzt auch nicht, welches Alter das war. Ich habe mir wirklich ins Bett einmal gepinkelt. Freiwillig, weil ich nicht wusste. Oder weil ich wirklich Angst davor hatte. Und welcher Film kann es nur sein, Angst auf Toilette zu haben? Natürlich The Ring. Entweder war es The Ring oder The Grudge, die waren ja recht ähnlich. Mit Sadako und Samara und... Boah, ich habe schon Angst, die Namen zu sagen. Okay, perfekt, 20. Ey, und in die Höhle müssen wir, ne? Ja, das müssen wir. Und wer hat diese schönen Bürchen gebaut? Das erfahren wir später. Und die einzigen Horrorfilme, die ich wirklich gesehen habe, als ich Kind war, und ich weiß nicht, warum mir das meine Eltern. Ich weiß echt nicht, warum mir das meine Eltern angeguckt haben, ja? Es hat einen Grund, warum da steht FSK 18. Ich meine, wir sind Russeneltern und ich habe auch wenig verstanden, was sie. Also, russische Familie. Ich habe auch null verstanden, als Kind, was sie da erwähnt haben oder was sie da überhaupt gelabert haben. Ja, es war auch schon schwer genug, das zu sehen. Aber hätte ich das verstanden? Oh Gott, meine Fresse. Oh! Hier sehen wir das erstmal, das sind so Blütquatsch, so Honignektar. Die lassen die Pigments wachsen. Nicht wachsen, sondern stärker machen. Das heißt, von diesem Blümchen, von diesem Blättchen zu Knospen, dann von diesem Knospen zu richtigen Blümchen. Und, ach, meine Fresse, mein Rücken tut weh. Auf jeden Fall kann ich sagen, mein erster richtiger Horrorfilm, den ich geguckt habe und mir nichts dabei gedacht habe, weil ich war wirklich nur mit dem Gedanken fixiert, oh, Filme sind alle lustig, die gucke ich mir mal alle an. Oh, was machst du da? Und dann, das war Jeepers Creepers. Das war der Teil, wo die Klasse mit dem Bus dann irgendwo hingefahren ist. Und der Typ aus dem Feld, ich glaube, das war so ein Schauspieler, der mir heute recht bekannt vorkommt. Oder, also, da ruft sich irgendwas in Erinnerung ab. Und es werde Licht. Schön war ich. Ach ja. Ich will echt auf so ein Ding mal schlafen, du. Und mein Hals so. Ich weiß nicht, warum mein Hals so weh tut, aber es wird, glaube ich, vom Sprechen. Und das war, glaube ich, die Folge, wo dann die Klasse, habe ich schon gesagt, mit einem Bus eine Panne hatte und der Lehrer dann irgendwie rausgegangen ist und dann vom Typen, von dem Jeeper, ich weiß nicht, ob das der Jeepers Creeper ist, ich weiß nicht, ob den man so nennt, auf jeden Fall war der Typ, ist dann hochgesteuert worden, hoch mit, keine Ahnung, der Typ, anfangs hat man ja gesehen, das ist eine Vogelscheuche. Und ein kleines Kind ist auf dem Feld gelaufen, rumgelaufen. Auf einmal war diese Vogelscheuche lebendig. Und ich dachte, what the fuck? Mama und Papa, warum tut ihr mir das an? Und dann das Kuriose war, als ich den Film geguckt habe, dann hatte ich so eine Phase. Kennt ihr Joghurt mit der Ecken? Da gibt es ja diese Kugel, diese Schokoladenkügelchen. Und dann war das nämlich so, dass ich nur die Weißen gegessen habe. Weil ich dachte, die Schwarzen werden böse. Und deswegen habe ich die mal weggetan und außenrum gegessen. Ich habe einen Joghurt gegessen, die weißen Kügelchen auch. Und nix da. Es ist einfach nichts passiert. Und dann, mehr hatte ich mir, glaube ich, nicht. Ich glaube, Tanz der Teufel haben wir auch mal geguckt. Aber der war richtig blutig. Ich habe einfach nur gedacht, dass wir. Meine Mutter hat mir gesagt, das ist Tomatensaft. Über mehr wollte ich auch nicht nachdenken. Heutzutage will ich ihn auch nicht mehr gucken, weil der ekelhaft war. Was noch? Dann The Ring. Drin habe ich. Es war nämlich meine Schwester. Ich und mein Bruder wohnen ja in einem Einzel. Ne, Quatsch. Ich und mein Bruder haben ja ein Zimmer zusammen und die hatten den eigenen, den einzigen DVD-Player im Zimmer. Meine Schwester hat den neuesten Drin-Teil. Das war, glaube ich, ne, der erste Drin-Teil. Und da hat die Ex an die Schwester eingeladen und hat dann gesagt:
Okay, wie wär's, wenn wir in deinem Zimmer einen Film gucken? Bin da und was jetzt? Okay, ist. Ach, wisst ihr, was das für eine Beere ist? Das ist Adrenalin. Die Adrenalinbeere. Darüber werden wir auch gleich informiert. Und das Gute ist, dass die kommen da immer wieder zurück. Man kann also die ganzen Pikmin hier lassen und die arbeiten lassen. Das ist cool. Das ist cool. Und ich dachte, wir kämpfen. Ach nee, wir kämpfen noch nicht. Das war ein Fail. Das war ein richtiger Fail. Nein! Nein, 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 nein. Mein anderen Pikmin. Ob ich geborgen. Und was sagst du? Oh, Nachrichten von der Drake. Ich kann das wirklich nicht lesen. Also das ist wirklich so winzig, ich kann das gerade nicht lesen. Vor allem, da mein Bildschirm noch. Analysiere seine Substanz aufgrund der Schärfe. Irgendwas mit Schärfe. Da mein Bildschirm noch kleiner ist als 1280x720. Und die gelben sind die einzigen, die effektiv gegen ihn kämpfen können. Und ich habe noch einen Felsen-Pigment. Das ist natürlich praktisch. Greift ihn an, ihr Motherfucker! Bäm! Das sieht wirklich, wenn er mal die Haare unten, oben hat, das sieht aus wie so ein Pokémon, so ein. Wie heißt das? Blitz-Pokémon? Entei. Nee, Suicune. Raikun, Raikun, genau, Suicune war das Wasserding. Auf jeden Fall, dann hat die so gesagt, ja, ich habe gefragt, ich wollte nämlich Mario Kart spielen. Ich habe gefragt, kommt da irgendwas mit Mario Kart vor? Die hat gesagt, ja. Okay, da habe ich geguckt, auf einmal, da wurden. Bah, das war einfach unbeschreiblich. Ich hab nur einzelne Szenen im Kopf. Ich bin ein paar Mal währenddessen so weggegangen, so auf Toilette und bin aus irgendeinem Grund immer wiedergekommen, weil ich spannend fand. Ich weiß nicht warum. Dann. Warte. Ach, ich glaube, das war der Fluch, nicht The Ring. Oder wir haben alles geguckt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, meine Schwester war Psychopathin. War einfach verrückt. Und, wo war ich hängen geblieben? Okay, da war ein Film. Und. Dann, genau, dann waren wir nochmal bei Verwandten und dann haben die mir den, oder uns, den Film gezeigt, also mir meine Schwester, Anaconda. Und der Film ist ja, hat wirklich nichts mit Angelina Anaconda zu tun, ja. Ich habe nur gehört, wie die sagen Anaconda und ich glaube, eine Woche davor habe ich wirklich jeden Tag mal Angelina Anaconda gesehen und ich fand die Serie wirklich cool. Und bin geboren. Was ist jetzt los? Nachrichten von der Drake. Was ist das schon wieder? Schon wieder der Bäre? Schon wieder? Ah, nee. Hä? Ich kann wirklich nicht lesen, mal. Ja, komm jetzt. Und dann, das hat wirklich nichts, also sorry, leider nichts mit Angelina Anaconda zu tun. Und dann habe ich so geguckt und das war einfach, ich fand es langweilig. Es war nicht gruselig, es war auch weniger ein Horrorfilm, das war einfach nur langweilig. Ja. Und dann kam so die Phase, wo ich älter wurde. Ich laber jetzt noch die ganze Zeit über Horrorfilme. Warum eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Wird das hier eine Horrorfilm-Expedition mit einem armen Pikmin? Ach, sorry, arme Pikmin. Oh, ich stelle mir gerade so vor, wie die so süß wie so ein kleines Kätzchen auf dem Boden sitzen. Ihr kennt doch die ganzen Memes von den Katzen, die so einfach. Oh, I have a bad day. Now I struggling to over my life. Ich weiß nicht, ob das gerade korrekt war, aber egal. Wir haben gerade mal die Hälfte des Tages. Oh, meine Fresse. Ich weiß gerade gar nicht, wonach ich suche. Vielleicht nach Beeren. Wir haben, glaube ich, hier soweit alles fertig. Wir müssen natürlich aus. Einzige, was wir finden müssen, ist der Captain. Und das macht man, glaube ich, im Tag 7. War es Tag 7? Ich weiß nicht, ob das weit ist, wie ich gerade bin oder. Ja, auf jeden Fall habe ich anfangs recht langsam gearbeitet, obwohl ich jetzt schon 3 Beeren habe. Wenn man so überlegt, es gibt insgesamt 66. Ich habe durchschnittlich. Jede Folge habe ich 3 Früchte gesammelt. Mein Rekord war, glaube ich, 8 auf einmal. Das war schon heftig. Was machst du da? Geh da nach oben. Scheiß Pikmin. Mann! Ich hab doch gesagt, Kinder. Was machst du denn? Wo ist die hingelaufen? Warum läufst du denn in die Ecke rein? Mein Gott. Genau, da wurde ich älter, dann hatte ich weniger Angst. Und ich habe mich aber weniger interessiert für Horrorfilme. Keine Ahnung, ich fand die einfach. Die meisten sind sowieso nur. Ich weiß nicht, ich werde Schiss haben. Auch wenn ihr mir jetzt eins vorstellt, ich werde auf jeden Fall Schiss haben. Aber die meisten, wie ich, also nach meiner Meinung, sind einfach nur aus Splatter raus. Zum Beispiel Tucker vs. Dale. Nee, Tucker and Dale vs. Evil. Ist ja so, dass es. Ne, das ist eine Parodie auf Texas Chainsaw Massacre. Und. Obwohl es eine Parodie ist, so wie Scary Movie. Und Scary Movie ist einfach ab 12, ja. Der Fun-Faktor ist einfach weg. Ich glaube, Teil
3 war noch ab 16. Irgendein Teil war ab 16. Teil 1 nicht. Der war ab 12, der war lustig. Ich kann. Genau, Teil 1, das war. Boah, das Wichtigste überhaupt. Ich habe Teil 1 mal gesehen. Der kam so Anfang 2000er raus. Und da kam erst erstmal Scream. Und da hatte ich noch drüber gelacht und ich weiß noch, die lustigste Szene, die ich noch im Kopf habe, war die, wo die Oma dann. Genau, wo das Mädchen dann hochgelaufen ist in dem Haus und hinter der dann Scream, heißt die Kreatur Scream, der mit der Maske, ich nenne einfach mal Scream, dann hochgelaufen ist und die verfolgen wollte und die hat dann alles runtergeschmissen, was sie dann hatte. Das Klavier und dann am besten das Klavier, keine Ahnung was, und dann am Ende noch die Oma. Und das fand ich so, keine Ahnung, lustig. Als Kind habe ich mich übelst bepisst, habe ich es meinen Freunden erzählt, der hat es nicht verstanden, der kannte den Film nicht, der hat es nicht verstanden, dieser Idiot. Mein Gott, ich hab was geweint, warum hat er das nicht verstanden? Warum habe ich nur so wenig Rockies mitgenommen? Mann! Ich hab üb ich, 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 ich erschwere mir auch das Leben dann. Habe ich erstmal so viele Pikmins mit Gelb und dann sowas. Aber zurück zum Thema. Wenn ich so recht überlege, hatte ich oftmals die Chance, oder auch die. Also, ich hatte das Vorhaben mal. Warte, leben die Blätter? Die leben, die Blätter, die wussten, ich wusste das, ich wusste. Die leben ja alle! Und die sind auch gefährlich, die sind sau gefährlich. Wo ist der andere? Motherfucker. Komm, jetzt einfach einen Stein drauf werfen. Bam! Ich hatte wirklich oft das mal die Möglichkeit auf einen Horrorfilm im Kino. Aber ich weiß nicht. Ich hatte wirklich nie Interesse dabei. Die letzten, den noch aktuellsten, den ich glaube ich gesehen habe und den ich auch gut fand, war The Cabin in the Woods. Der war auch. Das hatte auch eine gute Besetzung mit Chris Hemsworth. Warum ist er in diesem so einem Film dabei? Oder. Was steht da? Egal, ich wollte nicht lesen. Oder Carrie Fisher war. Ich habe eingeschaltet. Auf meiner schönen Box, ja. Ich habe eine schöne Skybox. Und. Ne, das ist noch nicht mal Skype. Sky, das ist einfach irgendwas von Unity Media. Dann habe ich angeschaltet. Auf einmal war da so ein Film mit Carrie Fisher. Das war Prinzessin Leia von. Wie hieß das? Wie hieß er? Wie hieß er? Wie hieß das? Von Star Wars, genau. Und die war einfach da und keine Ahnung. Die wurde einfach so wie niedergemetzelt. Genau, was ich noch. Ich hatte bei meinen Verwandten, ja, die den Film Anaconda uns vorgestellt haben. Wir waren wirklich wöchentlich dann bei denen oder täglich. Da haben die uns meistens einfach so Müll gezeigt. Ich weiß nicht warum. Das war einfach nur entweder eine Frau, aber das war meistens immer dasselbe, ja, immer so eine Frau als Hauptperson. Dann war die mit so einer Gruppe Jugendlicher unterwegs. Dann wurden die einfach irgendwie niedergemetzelt. Unter denen war einmal der. Nee, jeweils in jedem Horrorfilm war einer von denen in der Jugendgruppe, aber der Verräter, der hat alle umgebracht. Der gab es einmal in so einer Insel, da wurden alle irgendwie vergiftet, verätzt, was weiß ich was gemacht. Und dann hast du es gesehen und dann dachtest du so, okay, what the fuck. Am Ende überlebt dann immer eine und dann gibt es immer den Schuldigen, der wird auf irgendeine tragische Art und Weise wird dann niedergetötet, keine Ahnung, was mit dem gemacht. Habe ich schon erwähnt, aber muss man doppelt mehr erwähnen. Der wird einfach niedergemacht. Und ja. Gut, das neigt sich wieder dem Ende zu. Warte, wie. Ach, noch gar nicht. Ich habe noch ein bisschen Zeit, meine Fresse. Über was kann ich reden? Demnächst, ich bin auch wirklich gar nicht so unter dieser Schiene. Horror ist einfach nicht auch mein Genre. Ich weiß nicht, warum ich das nicht mag. Ist das. Ich finde. Auch wenn man so in der Top von IMDb diese Liste guckt, dann gibt es wirklich sehr wenig. Bis zu fast gar nicht. Keine Horrorfilme. Ja, die bekanntesten Horrorfilme, die es natürlich gibt, sind Scream. Genau, da gab's noch. Ich hab noch was. Als ich ein Kind war, das war zu der Zeit schon nachdem Scary Movie 1 rauskam, hatte ich aus Versehen, ja, hatte ich Scary Movie 1 und Scream vertauscht oder verwechselt. Was habe ich ihn jetzt geholt oder nicht? Hallo, du Missgeburt. So. Geht doch. Habe ich verwechselt. Und zwar habe ich dann einmal angeschaltet, Sat.1 auf Sat.1 läuft. Sowas läuft irgendwie komisch, wie so auf Sat.1 oder Kabel 1. Hey, das haben wir gleich. Verdammt, mir ist das gar nicht aufgefallen. Kabel 1, Sat.1. Meine Fresse. Und dann habe ich auf einmal gesehen, wie diese Anfangsszene, ja, wo der Typ dann auf dem Stuhl saß und die dann gefragt hat, kennst du ihn? Nein, ich kenne ihn gar nicht. Doch, du kennst ihn auch. Das war der Falsche. Ja, bei Scream ist das nämlich anders. Weil da wird der Typ einfach, da wird der Magen einfach durchtrennt und das war ekelhaft. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen, diese Horror-Episode. Wir sehen uns dann Tag 7 beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.